Guten Tag und herzlich willkommen zum Webinar der WIT Elektronik ISOS. Mein Name ist Eleni Stark und ich übernehme die Anmoderation des heutigen Webinars. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um an unserem Webinar teilzunehmen. Unsere Referenten heute sind unsere Produktmanagerin Jelena Mijuskovic und unser Consultant Jörg Hanschel. Sie werden das Praxiswebinar zum Thema "Was ist bei der Spulenauswahl für Wireless Power Transfer zu beachten?" halten und im Anschluss Ihre Fragen beantworten. Bevor wir mit dem Webinar starten, möchte ich Sie auf eine Sache hinweisen. Sie sind während des heutigen Webinars stumm geschaltet. Das bedeutet, Sie können uns mündlich keine Fragen stellen. Dennoch haben Sie über die Chatfunktion die Möglichkeit, uns während des Webinars jederzeit Fragen zu stellen. Die Chatfunktion finden Sie im Webinar-Bedienpanel. Das Webinar wird etwa 30 Minuten lang sein. Die im Chat gestellten Fragen werden dann im Anschluss an das Webinar in einer Frage-Antwort-Runde beantwortet. Hierfür sind weitere 15 Minuten eingeplant. Wenn wir es innerhalb dieser 15 Minuten nicht schaffen sollten, alle Ihre Fragen zu beantworten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an isos-webinar@we-online.com. Wir werden uns darum bemühen, alle Ihre Fragen zeitnah zu beantworten. Nach Beendigung des Webinars werden Sie zur Teilnahme in einer Feedback-Umfrage aufgefordert. Wir freuen uns, wenn Sie sich die Zeit nehmen, diese auszufüllen und uns dabei zu unterstützen, unsere Webinare zu optimieren. Den Link zur Aufzeichnung des heutigen Webinars und auch zur Präsentation senden wir Ihnen einen Tag nach dem Webinar in einer separaten E-Mail zu. Außerdem können Sie sich die Aufzeichnung des heutigen Webinars einen Tag später auf unserer Webseite unter dem Navigationspunkt Webinare oder auch auf unserem WIT Elektronik YouTube-Kanal noch einmal ansehen. Nun übergebe ich an unsere beiden Referenten und wünsche Ihnen ein spannendes Webinar. Hallo, auch von unserer Seite ein herzliches Willkommen. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Webinar. Vorgestellt wurden wir ja schon von der Eleni. Mein Name ist Jörg Hanschel und meine Kollegin Jelena wartet ungeduldig darauf, auch was sagen zu dürfen. Und sie wird gleich mal damit anfangen, was wir denn heute so vorhaben. Also hallo auch von meiner Seite. Ich heiße Jelena und ich arbeite als Produktmanager im Wireless Power Transfer Team bei WIT Elektronik ISOS. Also meine Aufgabe besteht darin, Kunden bei der Integration von Wireless Power in ihr Design zu unterstützen. Und in den nächsten halben Stunden würden wir gerne mehr über das Thema drahtlose Energieübertragung sprechen. Und zwar behandeln die folgenden Fragen. Also, was sind die Beispiele für Wireless Power Transfer? Welche Technik wird sich in diesem Bereich durchsetzen? Was sind die wichtigsten Kriterien für die Auswahl einer optimalen Spulenkombination? Und schließlich, was bietet WIT Elektronik im Bereich Wireless Power Transfer? Fangen wir mit den Applikationen an. Und bevor wir in die Applikationen einsteigen, möchte ich, nachdem ich ja auch die WIRT Elektronik in der Standardisierung im Wireless Power Konsortium vertrete, auf eine wichtige Entscheidung vor einem halben Jahr hinweisen, was für Wireless Power im Consumer-Bereich ganz, ganz entscheidend war, dass sich Apple endlich entschieden hat, auch Wireless Power in die Smartphones zu integrieren. Also ab dem iPhone 8 und dem iPhone X ist Wireless Power in die Apple-Geräte integriert. Und das hat der Technologie im Consumer-Bereich einen großen Push gemacht und hat auch das ganze Thema, welcher Standard ist der richtige, eigentlich beendet. Welche Applikationen aber haben wir nun neben den Consumer-Produkten, also neben den Smartphones? Gibt es zum Beispiel einen großen Bereich Automotive? Da kann man natürlich auch das Thema Laden von Smartphones im Auto nehmen, weil man fährt halt längere Zeit und kann die Zeit nutzen. Manche Leute nutzen eben auch das Mobile während der Fahrt für Verschiedenes und müssen deswegen immer wieder nachladen. Es gibt in Europa schon 40 verschiedene Autos, wo man es eben in der Grundkonfiguration des Laden von Smartphones mit integrieren kann oder bestellen kann. Aber eben auch ein Ausblick, Mercedes wird dieses Jahr das erste Elektroauto mit integriertem Wireless Charging auch anbieten. Und zwar, da wird das Elektroauto wireless geladen. Das heißt, da reden wir dann über
6 Kilowatt. Also auch eine Anwendung für Wireless Power. Dann natürlich das ganze Thema Infrastruktur, Möbel, eben getrieben durch die Smartphones, dass man eben, wenn man im Restaurant ist, im Besprechungszimmer, im Hotel, überall am Flughafen, dass man eben in den Möbeln Lader integriert hat, um dort sein Smartphone zu laden. Jetzt gehen wir ein bisschen weg und gehen in den Bereich, wo wir auch von der Würth Elektronik uns zu Hause fühlen. Das ist eben zum Beispiel die Medizintechnik. In der Medizintechnik gibt es sehr viele Geräte, die wireless schon funktionieren, aber immer noch die zwei blöden Ladekontakte haben. Und die Ladekontakte machen eben beim Keimfreimachen oder Sterilisieren der Geräte große Schwierigkeiten. Und hier bietet Wireless Power eben die Möglichkeit, das Gerät komplett zu kapseln, dass es eben abgeschlossen ist. Es kann dann besser gereinigt, sterilisiert werden und verschafft eben sehr viel höhere Sicherheit im Gerät. Dasselbe gilt natürlich auch im industriellen Bereich. Denken Sie an Anwendungen unter Wasser oder eben in staubigen, schmutzigen Umgebungen oder eben auch in explosionsgefährdeten Bereichen, wo eben Funken vermieden werden müssen. Und wenn ich eben keine galvanischen Kontakte mehr habe, sondern komplett gekapselte Geräte, dann bin ich da eben auf der sicheren Seite. Das heißt, das sind Anwendungen, wo eben die Technologie sehr große Vorteile bietet. Jetzt gehen wir noch mal wieder ein bisschen zurück in den Konsumerbereich. Es gibt noch eine Anwendung. Das ist die Anwendung Cordless Kitchen. Dazu gibt es ein Projekt im Wireless Power Consortium, eben Energie bis 2,4 Kilowatt für Küchengeräte zu übertragen. Eben Toaster, Mixer, Wasserkocher, Pfanne, alle Geräte, die von verschiedenen Herstellern da sind, hergestellt werden. Aber wenn Sie einem Standard folgen, können Sie dort betrieben werden. Und da reden wir eben nicht über Laden von Batterien, sondern direktes Betreiben. Das heißt, wenn der Wasserkocher da draufsteht, dann laufen da halt, was weiß ich, 1500 Watt rein und der Kocher wird somit direkt betrieben und kann an verschiedenen Stellen in der Küche verwendet werden. Das ist also ein Ausblick, wo eben auch dran gearbeitet wird. Was steckt dahinter? Und da wird die Jelena jetzt was dazu sagen. Also als nächstes würde ich gerne mehr über das Thema Technologie und Standards sprechen. Es gibt bei der induktiven Energieübertragung zwei unterschiedliche Prinzipien. Induktive Kopplung und resonante Kopplung. Bei der induktiven Kopplung wird die Energie von der Primarspule zur Sekundarspule über Magnetfelder übertragen. Der Abstand zwischen den beiden Spulen ist typisch bis zum 10 mm Abstand. Und der verwendete Frequenzbereich reicht von 100 kHz bis etwa 200 kHz. Auf der anderen Seite ist bei der resonanten Kopplung eine Distanz der Größenordnung von 40 bis 50 mm möglich. Es läuft auf hohen Frequenzen. Und resonante Technologie bietet die Möglichkeit, mehrere Geräte gleichzeitig aufzuladen, aber die Effizienz der Energieübertragung ist mit dieser Technologie geringer. Hier seht ihr diese zwei Anwendungsbeispiele der drahtlosen Energieübertragung. Auf der linken Seite ist die induktive Technologie und auf der rechten Seite ist die resonante Technologie. Die induktive Kopplung ist derzeit aufgrund ihrer hohen Effizienz am weitesten verbreitete Technologie. Bei dieser Technologie ist es möglich, nur ein Gerät aufzuladen. Und Empfänger und Senderspulen sollten korrekt zueinander platzieren. Und wie ihr hier seht, bei der resonanten Technik ist es möglich, mehrere Geräte gleichzeitig aufzuladen, in diesem Beispiel drei. Aber die Nachteile sind geringere Effizienz, größere Komplexität der Schaltung und wegen der hohen Frequenz
potenzielle elektromagnetische Interferenz. Also während der Entwicklung ist die Auswahl der optimalen Spuren sehr wichtig. Werden die falschen Spuren gewählt, so führt das zum schlechtere Effizienz, Abstandsprobleme, ungewünschte Erwärmung und so weiter. Bei der Integration von Spulen in WPT-Systems gibt es mehrere Parameter, die beachtet werden sollten. Die sind Leistung, Klassen und Compliance Standards, also wie viel Energie will ich übertragen und ob ich einem Standard entsprechen möchte. Die Freiheit der Positionierung der Empfängerspule, der Abstand zwischen Sender und Empfängerspule, also über welchen Abstand möchte ich diese Energie übertragen. Elektrische Leistung, also die Induktivität, DC-Widerstand, Gütefaktor und die andere. Und schließlich der Preis. Zwei Hauptkomponenten bestimmen das System und die sind Power Management ICs und die Spulen. Und es gibt mehrere IC-Lieferanten auf dem Markt, wie Texas Instruments, IDT, ROM, NXP, STMicro und die anderen. Alle entsprechen dem Standard, aber unterscheiden sich in Größe, Leistungsklasse, externe Komponente, Datenkommunikation und so weiter. Wenn ihr Fragen zum Chipsatz habt, könnt ihr direkt mit diesen IC-Lieferanten Kontakt aufnehmen. In jedem Fall sind alle unsere Spuren mit diesen IC-Lieferanten getestet und positiv evaluiert und in ihre Evaluation Boards und Design Kits integriert. Ja, die Freiheit der Positionierung bezieht sich auf die Flexibilität der Bewegung der Empfängerspule. Und was das bedeutet, werde ich auf einem Beispiel erklären. Also auf diesen drei Bildern sehen wir drei verschiedene Arten von Senderspulen. Also Single, Dreispulen-Array und Multiple-Spulen-Array. Und in dem Fall, dass Empfängerspulenposition fixiert wird, wäre die Single-Senderspule die passendste und kostengünstigste Lösung. In dem Fall, dass die Empfängerspule in eine Richtung X oder Y bewegt wird, wird es empfohlen, natürlich drei Spulen-Array zu verwenden. Und in dem Fall, dass die Empfängerspule in beide Richtungen X und Y bewegt wird, ist die beste Wahl, Multiple-Spulen-Array zu verwenden. Hat natürlich Einfluss auf die Kosten zum Beispiel und die Komplexität der Schaltung, die dazu nötig ist. Aber löst halt das Problem. Die Kopplung zwischen den Spulen hängt stark auch von Versatz der Spulen in X- und Z-Richtung ab. Also sind die Spule nicht korrekt zueinander platziert, kommt es zu Verlusten. Und man unterscheidet laterale, verkantete und vertikale Verlaufsrichtungen. Verkantete Verlaufsrichtungen sind die schädlichste Art. Und wir haben Simulation mit Magnetfeldanalyse-Tool durchgeführt, um die Wirkung der verkanteten Ausrichtung auf den Kopplungsfaktor zu sehen. Und auf dieser Grafik können wir die Abhängigkeit zwischen Kopplungsfaktor und verkanteten Ausrichtung sehen. Auf der X-Achse ist der verkantete Versatz und auf der Y-Achse ist der Kopplungsfaktor. Und wir können daraus schließen, dass ein 40 Grad verkarteter Versatz den Kopplungsfaktor von etwa 0,9 auf 0,4 reduziert. Das heißt, ein Effizienzverlust von über 50%. Ja. Aber der Kopplungsfaktor hängt auch von Großverhältnis zwischen Sender und der Empfängerspule ab. Also das bedeutet, dass nicht jede Senderspule mit jeder Empfängerspule funktioniert.
Und hier sehen wir eine Senderspule und alle Empfängerspule-Kombinationen, die gut mit dieser Senderspule funktionieren. Also der Kopplungsfaktor ist am besten, wenn das Großverhältnis zwischen den Spulen 1 zu 1 ist. Aber auch wenn das Spulengroßverhältnis 1 zu 2 ist, wird diese Spulenkombination auch gut funktionieren, obwohl der Kopplungsfaktor etwa weniger ist. Es ist im G-Standard, also das ist ein Beispiel aus dem G-Standard und es zeigt eben, wenn eben die Platzverhältnisse im Receiver unterschiedlich sind oder limitiert sind, dass das trotzdem gut funktionieren kann. Also diese drei Spulen, Empfängerspulen, die da unten sind, die funktionieren wirklich im Rahmen des Standards prima, obwohl der Koppelfaktor sich deutlich unterscheidet. Und wir haben hier eben auch ein gutes Beispiel. Dann nehmen wir jetzt wieder den Apple. Der Apple hat also, obwohl er ein Neueinsteiger ist, seine Hausaufgaben hier gemacht. Das ist ein Bild aus dem iPhone 8. Und man sieht eben, Apple hat hier die Spulenfläche sehr, sehr groß gemacht, eben um dieses Spulenverhältnis, Flächenverhältnis von 1 zu 1 zu erreichen. Und damit ist die Performance eben auch von den iPhones sehr, sehr gut. Wenn man nun sagt, ich habe aber limitierte Fläche in meinem Receiver, habe also zum Beispiel jetzt hier unten ist jetzt eine Receiverspule, die ist 19 mm groß, die würde mit einem Flächenverhältnis von 1 zu 6 auf der linken Seite mit einer Standard-G-Transmitterspule mehr schlecht als recht funktionieren, weil der Koppelfaktor dann nur noch 0,3 ungefähr ist. Was ist jetzt die Lösung, wenn ich eben die Empfängerspule nicht größer machen kann? Gut, dann muss ich halt die Transmitterspule kleiner machen. Und das sieht man eben auf der rechten Seite. Das heißt, die Transmitterspule auf der rechten Seite hat 20 mm Durchmesser. Damit komme ich wieder zu einem Flächenverhältnis von 1 zu 1 und verdopple den Koppelfaktor. Die hat dieselbe Induktivität wie die Transmitterspule auf der linken Seite. Das heißt, ich kann sie in dem Referenzdesign 1 zu 1 ersetzen, muss nichts anpassen und der Transmitter funktioniert sehr gut und ich habe wieder eine sehr schöne Übertragung. Ein weiteres wichtiges Element, das die Spule beeinflussen, ist der magnetische Feldverlauf. Also die Ferritschirmung ist sehr wichtig, weil es direkten Einfluss auf die Kopplung hat. Es auch erhöht die Induktivität von Spulen und schützt vor ungewünschter Abstrahlung in die Umgebung. Das erste Bild auf der linken Seite zeigt eine Luftspule. Also ohne Ferritschirmung. Das nächste Bild zeigt also die magnetische Feldstärke von einer Spule mit Ferritschirmung. Und das letzte Bild auf der rechten Seite zeigt die magnetische Feldstärke von Sender- und Empfängerspule mit Ferrit. Und hier seht ihr, das Magnetfeld zwischen den beiden Spulen begrenzt. Mit Ferritschirmung. Ein weiterer wichtiger Parameter, der Wutspulen unterscheidet, ist der Spulengütefaktor. Gütefaktor ist durch die Größe und Form der Spulen, aber wichtiger durch Ferritmaterial beeinflusst. Das Ferritmaterial mit höherer Permeabilität und geringer Verlusten kann den Gütefaktor erhöhen. Und auf diesen zwei Bildern können wir auch zwei Spulen mit der gleichen Ferritschirmung sehen, aber die Spule auf der linken Seite hat einen Magnet in der Mitte und die Spule auf der rechten Seite hat keinen Magnet. Und die Konsequenz ist, dass der Magnet, es ist ein Neodym-Magnet, sitzt genau an der schlechtesten Stelle vom Magnetfeld her. Und man sieht, er reduziert die Güte der Spule auf die Hälfte. Das heißt,
wenn ich den Magnet nicht brauche, dann sollte ich ihn auch nicht nehmen, weil ich eben als Konsequenz habe, ich habe nur die Hälfte der Güte und damit ist die Leistungsfähigkeit der Spule stark eingeschränkt. Wir haben jetzt eine Menge gehört und wer sich mit Wireless Power beschäftigt, hört häufig eben das Thema Koppelfaktor und Effizienz. Und wir wollen das jetzt im Hinblick auf die Spule nochmal etwas beleuchten. Das heißt, wir haben immer die Effizienz, die eben auch mit dem Verlustfaktor zusammenhängt. Der Verlustfaktor, das ist eben die Leistung, die verloren geht, geteilt durch die empfangene Leistung. Und die Effizienz ist die empfangene Leistung geteilt durch die gesendete Leistung. Und die für die Spule, wie wir gelernt haben, sind eben zwei Faktoren entscheidend. Wir haben gehört, der Koppelfaktor wird eigentlich nicht beeinflusst durch die Spule, sondern er wird nur beeinflusst rein durch das Positionieren der Spulen zueinander. Also hier, wenn ich hier alles richtig mache und die Spule perfekt zueinander positioniere, auch die Flächen richtig habe, dann habe ich einen sehr guten Koppelfaktor. Also auch eine höhere Effizienz. Und eben, wenn ich Spulen nutze mit einer hohen Güte oder einem hohen Q-Faktor, die eben von, wie die Jelena gesagt hat, von den Materialien, ob das jetzt das Ferritmaterial ist, ob es der Widerstand des Litzdrahts ist, das sind wichtige Punkte, die eben die Güte beeinflussen und damit eben die Effizienz des Gesamtsystems erhöhen können. Dann verlassen wir jetzt mal das Thema Qi. Wir haben uns ja jetzt in den letzten Minuten mit dem Qi betrachtet. Was können wir noch anbieten? Es gibt natürlich zum Beispiel eben in dem Bereich bis 200 Watt einen Demonstrator. Da gibt es eine Application Note auf unserer Webseite. Wir unterstützen Sie mit Layout, Gerber-Files, BOMs für eine Anwendung, wenn Sie eben eine Anwendung bis zu 200 Watt Wireless machen wollen. Das ist ein Resonanzwandler. Und wie der funktioniert, sieht man eben hier an unserem 60 Watt Demonstrator. Was eben auch auffällt oder wo ich nochmal darauf hinweisen möchte, dass wir eben bei diesen Energiemengen eben größer von den 15 Watt, die im Qi-Standard drin sind, dringend empfehlen, wirklich dieselbe Spule als Transmitter- und Receiver-Spule zu nehmen, weil man dann eben die beste Performance erreichen kann im System. Ja, wenn Sie dann Wireless Power in Ihr Gerät integriert haben, erfolgreich, dann haben wir natürlich immer noch ein großes Thema, und das ist das Thema Zulassung, was man natürlich auch machen muss. Nochmals zur Erinnerung, Jelena hat gesprochen, wir reden von 100 bis 200 Kilohertz. Auch bei diesem proprietären System reden wir von solchen Frequenzen. Und das führt nach den heutig gültigen Regeln zu einer Funkzulassung. Das heißt, im Rahmen der verpflichtenden, vom sozusagen Gesetzgeber vorgeschriebenen Prüfungen muss eine RED-Funkzulassung gemacht werden für Wireless Power Systeme, wo eben Energie und Daten über die Spulen übertragen werden, während die Energie läuft. Das heißt, das System wird als 15 Watt oder 50 Watt oder 100 Watt Radiosender gewertet und muss dann die entsprechenden Tests eben bestehen, um die Zulassung zu bekommen. Wenn Sie eine Qi-Lösung nehmen und zum Beispiel Smartphones laden wollen, dann ist natürlich dringend zu empfehlen, auch eine Qi-Zulassung zu machen, weil es ja da um die Interoperabilität geht. Das heißt, jedes Qi-Smartphone muss auf den jeden Qi-Transmitter funktionieren. Und das ist ein sogenanntes, eine private Anforderung, weil eben das Wireless Power Konsortium ein freiwilliger Zusammenschluss von über 400 Firmen inzwischen ist, die eben diesen Standard unterstützen.
Und da gibt es eben auch eine entsprechende Interface-Spezifikation und Test-Spezifikation, was bei G-zugelassenen Testlabs geprüft werden kann, um eben eine G-Zulassung zu bekommen. Wenn Sie aber zum Beispiel den G-Chipsatz benutzen, aber Ihren eigenen Transmitter und Ihren eigenen Receiver machen, dann können Sie das benutzen ohne Royalties, ohne alles, müssen keine G-Zulassung machen. Also das kann man sich sparen. Die Funkzulassung müssen Sie auf jeden Fall machen. Das ist die Botschaft dabei. Ja, also wenn es um Markt geht, da gibt es keinen Zweifel, dass Wireless-Bahn-Markt ein sehr schnell wachsender Markt ist. Wie ihr hier seht, im nächsten Jahrzehnt sind die Vorhersagen vielversprechend. Die Empfängergeräte werden schnell wachsen, mit einer Milliarde Empfängergeräte im Jahr 2020 und mehr als 2 Milliarden Geräte im Jahr 2025. Sendergeräte werden diesem Wachstum folgen, aber in einem stetigen Tempo. Und jetzt, wenn wir diese Zahlen gesehen haben, schauen wir mal, was wird Elektronik in diesem Bereich Wireless Power Transfer anbietet. Also von den vorherigen Folien ist es klar, dass die Auswahl von Spulen ein Schlüsselelement für die Gesamtsystemeffizienz ist. Und Wirt Electronic bietet eine breite Palette von Sender- und Empfängerspulen, mehr als 50. Also die sind Qi-kompatibel, wie Jörg gesagt hat, und ja, anwendbar bis 20 Watt innerhalb des Standards und bis 200 Watt außerhalb des Standards. Ein wichtiges Thema ist die kundenspezifische Spulen, weil wir viele Fragen bekommen, ob wir das machen oder nicht. Also wir machen auch das kundenspezifische Spulen. MOQ für diese Spule ist 5000. Und wenn ihr eine Anfrage über kundenspezifische Spulen habt, verwendet ihr bitte unsere Kundenanfrageformular auf unserer Webseite. Weil so erhalten wir alle Informationen, um zu beurteilen, wie wir euch mit eurem Design unterstützen können. Oder sprecht mit eurem zuständigen Außendienstmitarbeiter. Unsere Vertriebskollegen sind gerne bereit, euch dabei auch zu unterstützen. Natürlich. Ja, was wir auch noch anbieten können zum Einstieg in das Thema Wireless Power, wir haben zusammen mit Rohm als Chipsatzhersteller ein 15 Watt Demo-Kit nach dem neuesten G-Standard entwickelt. Hier kann man eben in das Thema einsteigen. Man kann an den Empfänger das eigene Gerät anschließen, um zum Beispiel auszuprobieren, sehr schnell funktioniert es mit Wireless Power. Man kann verschiedene Parameter einstellen. Und eben auch zum Beispiel testen, nachdem das ja bei einer gewissen Frequenz läuft, von 100 bis 200 Kilohertz, passt diese Frequenz mit anderen Sachen, die ich in meinem Gerät habe, zusammen? Muss ich noch irgendwelche entwicklungsmäßigen Vorkehrungen treffen? Also das ist ein sehr schöner, schneller Einstieg in das Thema, um mit Wireless Power anzufangen. Was können wir weiterhin bieten? Jelena hat es schon angesprochen, wir haben auf unserer Webseite eine Menge verschiedener Informationen und auch Links zu verschiedenen Themen, die mit Wireless Power zu tun haben, zusammengestellt. Ein wichtiger Punkt dabei, und da sind wir auch stolz drauf, weil wir da eben einen Innovationspreis letztes Jahr gewonnen haben, ist die Mix and Match Tabelle. Das ist eine Tabelle, die wichtig ist zum Auswahl von G-Spulenkombinationen. Also wenn man eine G-Lösung machen will, findet man eben hier in den Zeilen unsere ganzen Transmitterspulen und in den Spalten die ganzen Receiverspulen. Dort, wo ein grüner Punkt ist, das ist eine Spulenkombination, das haben wir getestet, die funktioniert prima, da braucht man nicht drüber nachzudenken, die kann man einfach einsetzen. Wenn ein roter Punkt da ist,
gar nicht probieren, kann nicht funktionieren, hängt mit dem zusammen, zum Beispiel, was wir vorher erwähnt haben, dass die Spulenflächen einfach nicht zusammenpassen, dass die Transmitterspule zum Beispiel zu groß ist für die Receiverspule. Wo ein gelber Punkt ist, kann es mit Einschränkungen funktionieren. Da bitten wir einfach Kontakt mit uns aufzunehmen, dann würden wir hier eben entsprechend unterstützen. Wenn Sie jetzt sich für so eine grüne Kombination entschieden haben, können Sie noch zusätzliche Informationen bekommen. Wenn man auf den grünen Punkt drückt, wird man weitergeleitet in unser Nerd Expert. Das ist ein mächtiges Tool für alle unsere Bauelemente. Und hier in der Wahl des Power-Sektion geht es eben dann auf diese Spulenkombination, auf die ausgewählte. Das sieht man eben hier in der Mitte mit den zwei Spulen, die da ausgewählt wurden. Wichtig ist das, was eben auf der linken Seite zu sehen ist. Das ist der Resonant Tank für den auf der Empfängerseite. Es ist nämlich so, wenn Sie eine G-Lösung machen mit dem Reference Design eines Chipsatzherstellers, dann ist dort eine Spule drin und da sind auch alle Komponenten im Reference Design auf diese Spule abgestimmt. Wenn Sie jetzt eine andere Spule auf der Receiver-Seite nehmen, dann braucht die andere Werte für den seriellen und parallelen Kondensator in dem Resonant Tank. Und diese Kondensatorenwerte, die haben wir eben experimentell und berechnet und stellen wir Ihnen hier zur Verfügung. Das heißt, da können Sie ohne weiteres die passenden Kondensatorenwerte aus der Tabelle entnehmen, weil wir häufig oder es ist passiert immer noch, dass eben Kunden sagen, ja, ich habe alles, ich habe mich an das Referenzdesign gehalten, aber die Kopplung funktioniert nicht oder die Spulen werden warm. Und dann meine erste Frage ist dann immer, habt ihr den Resonant Tank angepasst? Oh, muss ich das anpassen? Ja, muss man anpassen. Und hier ist eben die Hilfestellung dafür eben in diesem Tool. Das heißt, das sind wichtige Tools, wo wir eben sagen, da bieten wir euch einen Mehrwert für die Entwicklung von dem Wireless Power System. Ja, jetzt ist unsere halbe Stunde schon vorbei und dann fassen wir mal zusammen. Wichtig, die wichtige Botschaft ist, die Systemleistung hängt wirklich sehr stark davon ab, wie ich die Spulen zueinander positioniere, dass ich die richtige Spulenkombination nehme und dass ich eben auch Spulen nehme, die eben eine hohe Performance und eine hohe Leistung haben. Und ich kann diese Kombination, die Performance wirklich optimieren, indem ich eine richtige oder die optimale Spulenkombination rausnehme, ob es jetzt bei G aus dem Mix and Match Tool ist oder anhand der Kriterien, über die wir jetzt gesprochen hatten. Das ist dann die Verantwortung des Entwicklers, der es eben auswählt. Aber speziell, wenn man eben die Interoperabilität nicht braucht, dann kann man wirklich das Letzte rauskitzeln. Das heißt zum Beispiel, ich gebe dann noch ein Beispiel zum Schluss, im G-Standard ist eben der Abstand auf 8 mm beschränkt. Ich kann aber mit hochperformanten Spulen, kann ich auch bis zu 12 mm zwischen den Spulen erreichen. Dann bin ich zwar außerhalb des Standards, aber es funktioniert trotzdem. Das heißt, eine G-Zulassung, wenn ich die nicht brauche, kann ich damit eben auch zum Beispiel einen Abstand von 12 mm überwinden. Ja, und das war es jetzt schon von unserer Seite. Wir bedanken uns recht herzlich für die Aufmerksamkeit, sagen Dankeschön und sind jetzt gespannt auf die Fragen. Okay, also es gibt eine Frage. Aha. Jetzt müssen wir sie nur noch lesen können. Okay. Wurden Menschen mit Elektrosensibilität als Testpersonen eingesetzt? Interessante Frage. Meines Wissens weiß ich nicht, also mir ist es nicht bekannt. Wir als Spulenhersteller, wir
betrachten das Ganze sozusagen unter dem technischen Aspekt mit den ganzen, die für die Zulassung relevanten Grenzwerten sind. Aber es ist ein sehr guter Punkt. Ich weiß, dass zum Beispiel die Autoindustrie für die Lader, Handylader im Auto spezielle SAR-Werte noch herausgegeben hat. Die Frage müsste man aber an einen Systemhersteller stellen, der also einen Lader baut. Also wir von der Spurenseite her haben jetzt da nicht solche Tests nicht gemacht. Wie groß ist das Streufeld bei optimaler Kopplung? Ja, hängt natürlich, wie wir gelernt haben, sehr stark davon ab, wie groß oder wenn zum Beispiel die Spulen unterschiedlich groß sind, dann ist natürlich eine größere Streuung da, weil da pfeift an der Seite natürlich mehr raus, als wenn ich optimal positionierte Spulen habe. Wir machen diese Magnetfeldmessungen, diese Streufeldmessungen auch zum Beispiel an der Rückseite der Spule. Also was geht noch durchs Ferrit durch oder was ist dahinter? Da haben wir Tests gemacht dazu und die sind also sehr, sehr klein, aber kommt halt immer dann drauf an, was ist in der Nähe, haben Sie eine empfindliche Elektronik in der Nähe, haben Sie eben zum Beispiel, will man es als Implantat hernehmen, dann ist das eine ganz andere Fragestellung. Also das ist dann, kommt immer auf den Anwendungsfall an. Gibt es Erfahrungen von Streufeldern bei Leerlauf? Gibt es eine niederfrequente Taktung bei Leerlauf? Okay, Leerlauf meint wahrscheinlich Standby. Da muss man jetzt natürlich sagen, wenn man zum Beispiel, nehme ich Beispiel G, im G-Standard, im Standby passiert alle 500 Millisekunden ein sogenanntes analoges Ping. Das heißt, da wird mit einer sehr kleinen Energiemenge wird nachgeschaut, ist ein Receiver da oder nicht. Das heißt, das Gerät ist eigentlich auch im Hinblick auf Energiesparrichtlinien eigentlich nicht im Betrieb. Das heißt, da läuft auch keine nennenswerte Energie im Leerlauf. Auch wenn zum Beispiel Sie ein Smartphone drauflegen und es ist vollgeladen, dann gehen Sender und Empfänger wieder in den Leerlauf oder in den Standby. Das heißt, da gibt es keine niederfrequentere Taktung, sondern da gibt es einfach immer nur dieses analoge Ping. Oh, das ist eine meiner Lieblingsfragen. Sind Gehäuse aus Alu oder Edelstahl mit Loch für die Koppelspule geeignet? Ja, natürlich darf kein Metall zwischen den Spulen sein, weil das geht nicht. Aber wenn man natürlich ein Loch macht und da wir empfehlen immer so einen Hausnummer 5 mm Abstand vom nächsten Metall, also in dem Ausschnitt, den Ausschnitt ein bisschen größer machen als die reine Spule, aber dann funktioniert es. Also nächste Frage, welchen Wirkungsgrad kann bei einer optimalen Anpassung maximal erreichen? Wirkungsgrad zwischen den Spulen. Wir können sagen, zwischen den Spulen erreichen wir eine Effizienz von über 90% bei optimaler Spulenauswahl. Aber das hängt auch Abstand zwischen den Spulen. Genau, optimal. Also wenn wir die Spulen in, was weiß ich, 1 mm Abstand haben, dann kommen wir auf über 90%. Hat natürlich nichts mit dem Wirkungsgrad des Gesamtsystems zu tun. Natürlich die Verluste von, was weiß ich, Steckdose bis zur Last, die in den Elektroniken drin sind. Dafür haben wir aber als Spulenhersteller keine Verantwortung.
haben wir sonst noch? Ja, nur eine. Welchen Einfluss gibt es bei der Menschen mit Herzschrittmacher? Wenn Sie ein Smartphone laden und dann sind Leute mit Herzschrittmachern, wenn die, was weiß ich, einen halben Meter davon weg sind, gibt es also keinerlei Bedenken. Also können wir als Spulhersteller auch nicht direkt beantworten, aber soweit ich weiß von unseren Kunden, die eben Systeme machen, es wird nicht empfohlen, quasi den, aber es kann auch nichts passieren, wenn das Ding im Standby ist, kann auch mit Herzschrittmachern nichts passieren. Wenn das Ding aktiv ist, sollte man, was weiß ich, eben auch mit dem Herzschrittmacher oder auch gilt generell, sollte man halt nicht direkt in Kontakt mit den Geräten haben, also sich dann noch oben drauf legen, das sollte man vielleicht nicht machen. Aber ist eigentlich ungefährlich, wurde von den auch vom Wireless Power Consortium auch überprüft mit den entsprechenden Firmen. Und die letzte Frage, also gibt es Rechner und Simulatoren für Koppelfaktoren, um bei schwierigen räumlichen Gegebenheiten die beste Patient theoretisch zu ermitteln? Was Simulationen für Koppelfaktoren, ich meine, Jelena, das kannst du was sagen, du machst die Simulationen, was wir machen. Ja, also es ist nicht Rechner, aber ja, wir machen auch Simulationen und ja, wir können auch Koppelfaktor ja, simulieren, ja, also Induktivität sagen, oder das Tool heißt ANSYS Maxwell, also ja, mit ANSYS kann man das machen. Okay, das waren die Fragen. Dann bedanken wir uns recht herzlich und beenden damit das Webinar. Herzlichen Dank. Vielen Dank.